Vergrößern, verkleinern. Rafael Vicky ist nicht mehr Trainer des FC Basel. Urheberrecht Getty Images. Der FC Basel hatte nach dem verpatzten Liga-Auftakt und der Niederlage in der Champions League-Qualifikation Konsequenzen gezogen und Rafael Vicky entlassen. Der 20-malige Schweizer Fußballmeister FC Basel hat Trainer Rafael Vicky zwei Tage nach der Niederlage im Champions League-Qualifikationsspiel bei PAOK Saloniki entlassen. Die Trennung vom früheren Bundesliga-Profi sei als Folge einer internen Analyse nach dem 1:2 in Griechenland erfolgt, teilte der Club mit. Vicky, 41, der in der Bundesliga für die Nordclubs Werder Bremen und Hamburger SV aufgelaufen war, wird übergangsweise von Alexander Frey ersetzt. Der frühere Dortmunder ist U18-Trainer in Basel. Vicky hatte den Posten zur vergangenen Saison übernommen.